Hallöchen und willkommen zurück zu Battletech. Wie in der letzten Folge schon versprochen, machen wir eine etwas krassere Mission. Wir sollen feindliche Einheiten zerstören. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das werden dann wahrscheinlich wieder 8 richtig heftige Viecher werden. Und wir haben eine ganz kleine Änderung hier drin. Und zwar sitzt Chris in einem ganz bestimmten Mech. Was haben wir denn hier? Wir haben Wasser. Hier kann man durchlaufen, okay. Hier ist die gegnerische Lanze. Okay, von hier aus kommt keiner. Das wird dann wohl heißen, die Verstärkung wird irgendwo hier auftauchen. Dann gehen wir erstmal hier nach unten. Wir gehen komplett nach unten. So, Chris sitzt in einem Banshee. 4 PPKs und ein M-Laser. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das finden sollen. Aber wir gucken mal. Ich bin kein Fan von PPKs. Aber vielleicht überzeugt mich der. Ja, was? Wieso können wir denn. Oh, okay. Da ist dann auch mal ein kleines Cliff. Ich versuche ein bisschen hier Richtung Wasser zu kommen. Katja sollte ein bisschen weiter hinten bleiben. Und hier ist wieder. Okay, ich könnte die Straße lang laufen. Machen wir. Katja macht das ebenso. Ich habe auch unsere Elite in meinen Munchkorn mitgenommen. Einfach weil die Mission doch ein bisschen heftig sein könnte. Okay. Hier geht es dann runter durchs Geröll. Ist nicht so cool. Okay, hier ist die Map-Begrenzung. Was steht denn da? Kleines verstärktes Gebäude. Okay. Süß. Tja, das ist jetzt eine kleine grüne Zunge. Wir marschieren weiter. Wir springen da drüber. Immer noch kein Feind. Wir laufen da komplett rein. Habe ich mich vielleicht getäuscht? Sind die denn? Das gibt's doch nicht. Wir sind schon in Runde 7 und noch kein Feindkontakt. Oh, okay. Die haben dich da nach links bewegt. Okay. Springen mal. Oh, Moment. Die hat nicht so viel Rüstung. Und hier hin. Alright. Dann gucken wir gleich mal. Okay, da kommt schon der erste. Ja. Sieht weiter, als wir sehen können. Das ist super. Okay, aber der Rest macht nichts. Okay. Hier sehe ich 2. Dann mache ich das gleich mal so. Du hast Verteidigung am Start. Sollen wir trotzdem auf den da gehen? 640? Komm, wir gehen auf den da. Mittlerer Torso ist kaputt. Jawoll. Haben wir schon mal den ersten flach gelegt? Wir kriegen ordentlich aufs Maul. Yay. Wow.
Schon ein Viertel der Rüstung weg. Ja, halt mich fest. Standing by. Multitask mit den AK-20ern. Ah, wir bewegen uns hier hin. Einfach um Sichtkontakt für, zu allem herzustellen. Können aber eh nur hier hinschießen. Das sind aber schlechte Wahrscheinlichkeiten. Sollen wir schießen oder Sensor locken? Wir schießen. Gut, dass die 48 Schaden durchgekommen sind. Na, klasse. Autsch. Okay. Wie schaut's hier aus? 75, ja, das ist die beste Wahrscheinlichkeit. Okay. Ja, wenigstens alles getroffen. Und Katja, du darfst auch hier drauf. Warum ist da die Wahrscheinlichkeit so schlecht? Muss ich näher hin? Sieht so aus, ja. Warte mal, wenn ich hier stehe, ist er genau draußen. Ist er genau draußen? Ja. Katja muss weiter nach vorne. Dann machen wir das. Ist auch ein bisschen gefährlicher mit ihr, aber... Ja, oh, das sieht schon deutlich besser aus. Ja. Von 4 Komponenten ist die Rüstung schon mal nach unten. Wäre mir lieber gewesen, wenn der... Weil das alles in einen Rüstungsteil eingeschlagen wäre. Damage minimal, das glaube ich jetzt gar nicht mehr so. Oh, 3 PVKs? Mein Bein. Ja. Oh, da kommt schon die nächste Salve. Ah, ja, genau. Gib mir die PVK, Siska. Was ein Schnodder, ey. Wir laufen hier durch. Aber wir sehen den nicht von dem Felsen. Echt jetzt? Wahnsinn. Also, wir laufen hier durch, damit wir ein bisschen Ausweichwerte kriegen. Und dann ist der Awesome dran. Haben wir schlechte Trefferwahrscheinlichkeiten. Egal. Ja, immerhin ist der mittlere Torso angeknackert. Okay, er macht nichts. Er dreht sich nur ein bisschen weg. Commander? Siehst du den da? Jo, dann schießt du auf den Jäger-Mech. Oh, wobei... Doch. Ja. Oh, nice. Munition explodiert. Wunderbar. Dann bewegst du dich ein bisschen weiter weg. Copy that, Commander. Oh, von links oben kommt auch noch was. Wir müssen hier vorne ein bisschen weg. Beziehungsweise jemand anderes da noch mit dazustellen. Wer ist denn mit dir, Multitask? We'll go. 75er, 50er. Der Nachbar hämmert irgendwas. Oh, der ist doch nicht ganz richtig im Kopf. Targeting for an Alpha Strike. Ja, schlau, dass der die Seite hergedreht hat. Chris, kannst du mit deinem PPKs noch was reißen? Ja, hier siehst du was. Ah, da springen wir aber hin. Oh. Bringt auch nicht mehr ausweichen. Ja, komm. Dann hier rein. Notfalls hast du eh deine... Wow! Ja, gut. Ja, nur 3 haben getroffen. Oh, ich schieß doch nicht immer auf den. Oh nein, mein Arm. Da ist eine UAK drin. Oh, noch 2 Schüsse auf ihn. Oh no. Und die Schulter. Ach du Scheiße. Wow. Warning. 50, 51. Ach du Scheiße. Warum bin ich noch gleich hier einmal durchgelaufen? Full
Oh, ich hätte zuerst den Dings nehmen müssen. Hört auf mich zu schießen! Ihr dreckigen Huren! Okay, der Dödel war schon dran. Er, glaube ich, noch nicht. Dann wird jetzt scharf geschossen. Komm schon. 117 hat er noch. Schießt auf jemand anderen. Ja, endlich. Endlich wird was anderes angegriffen. Okay. Nehm ihn raus. Ja. Wunderbärchen. Und Chris, du kannst... Oh, halt. Oh, du siehst den nirgendwo, außer von... Okay. Dann lass mal ein bisschen Dampf ab. Das ist immer noch zu krass. Okay. Nice! Munition zerstört. Wunderbar. Ich sehe zwar nur zwei. Ah, aber da sind... Das müssen ja vier sein. Ein Fahrzeug? Echt jetzt? Was ist mit dem kaputt? Commander. Wir laufen mal ein bisschen. Affirmative. Und, passiert hier was? Nope. What's up, boss? Moment, sehe ich hier was? Nö. Hier habe ich Sichtkontakt. Und vier Ausweichwerte. Nice. Full speed. No target. Okay, das untere Auto hat geschossen. I can't take much more of this. Ja, kein Stress. Yes, Commander. Okay, Katja, du hast jetzt drei Ziele bekommen. Oh, eine Banshee. Dann schießen wir mal das Auto weg. Vielleicht aber auch nicht. Moment. Machen das jetzt folgendermaßen. Du kriegst eine UAK-10 ab. Bei dir... Ja gut, du auch. Und die UAK-2. Und du kriegst noch eine UAK-10 ab. Hoffentlich. Auto kaputt. Ah, das lebt noch. Und da habe ich die Verteidigung ignoriert. Okay. Okay, Chris im Banshee. Nicht so cool, weil die jetzt nicht unbedingt so viel Rüstung hat. Aber besser, als dass ich hier aufs Maul krieg. Okay. Waiting for orders. Standing by. Du machst ihn hier platt. Komm, alles drauf. Nice. Vehicle down. Ja, bewegen uns noch ein bisschen nach vorne. I'm there. Okay, Chris. Position confirmed. Auf die Banshee oder auf die... definitiv auf die Banshee. Und zwar auf eine präzise Art und Weise, direkt in den Bauch. Fire it all.
Oh, alle haben getroffen, außer der Laser, glaube ich. 74 hat er noch. Nice, nice. Dann versuche ich das zu machen. Oh ja, zwei Ausweichladungen. Unser linker Arm ist kaputt, wir drehen den rechten hin. Aber da ist die Schulter natürlich auch im schlechten Zustand. Komm. Das ist zwar Overkill, aber das Ding muss sterben. So. Dann gucken wir mal mit Multitask, wo die noch draufhauen kann. Oder ob die draufhauen kann. Nope. Nirgends. Na gut. Dann sprinten wir. Hallo, hier ist ein schönes Ziel für dich. Ich bin extra nicht durch die Sporen durchgelaufen, damit du mich besser treffen kannst. Ah. Hat nicht wirklich funktioniert. Alright. Wir geben ihm alles. Okay, keine Ausweichladungen mehr. Soll man auf den Kopf gehen oder auf die Beine? Wir versuchen es mit dem Kopf. Yo! Da ist der Kopf flöten gegangen. Headshot! Okay. Puh, die Mission haben wir hinter uns gekriegt. Allerdings muss man sagen, es war knapp mit ein paar UAK-Sachen. Also da hätten wir schon was verlieren können. Okay, was kriegen wir als Salvage? Könnten uns noch eine Banshee bauen. Fast zwei. Na, mal gucken. Oh, eine AK-20 mit ordentlich Bums. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. PPK mit 5 Schaden ist nicht so cool. KSR-4 auch nicht. Die Sachen auch nicht wirklich. Ja gut, dann nehmen wir noch zwei Banshee-Teile. Moment. 3E und 3S war da dabei. Nur 12044. 16123. Okay. Whatever. Puh. Was ist denn unsere Banshee? Ja, das muss natürlich mit den Energiewaffen gewesen sein. Also die zweite zur Verfügung stehende. Dann lass uns mal angucken, was die Banshee alles so kann. Dann lass uns mal angucken, was die... Okay. Oh. Legende der Peripherie? 100? Was habe ich denn 100? Hey, André ist online. 100 Söldneraufträge. Oh, na gut. Okay. Unsere MacBucht. Gucken wir gleich mal. Hier ist die neue Bench. Ja, wir haben eine 3S. Das ist aber. Das ist ein Nahkämpfer, oder? Das habe ich da leider nicht gelesen, was da stand. Könnt ihr mir gerne sagen. Sehe ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ne, wird gleich eingemottet. So, mal gucken, was wir hier reinbauen können. Wir reparieren erstmal den. Wobei den ist auch nicht so toll und prickelnd fand. Reparieren. Definitiv auch reparieren. Wir hätten hier schon ein bisschen was, ne? 20 Schaden. 10 Schaden extra. Dann nochmal 10 Schaden und Stabi-Schaden. Dann nochmal
10 Schaden extra. Ach, hier kann man 2 reinstecken. Und 20 Stabi-Schaden. Das geht nicht. Das ist halt zu heftig. Das ist zu heftig. Die UAK-20 würde eine AK-20 obsolet machen. Dann bräuchten wir halt noch ordentlich Panzerung. Und wir bräuchten ordentlich Munition. Und wir bräuchten, ja, das mit den, also da müssen wir echt UAKs mitnehmen. Lass uns das mal gucken, was wir da zusammenschustern könnten, nur mit UAKs. Eine UAK-5. Eine UAK-5. Achso, wir haben 2 UAK-5, okay. Dann eine UAK-2. Da müssten wir halt verschiedene Munitionsteile mitnehmen. Und eine AK-20. Die ist einfach zu schwer. Aber das ist auch zu viel kreuz und quer. Wir müssen ein paar mehr UAK-Sachen finden. Oder kaufen. Hast du was? Eine UAK-5. 2 Stück. Ja, komm. New weapon systems available. Dann holen wir uns noch ein paar Munitionen mit AK-5. Dann ein bisschen AK-2. Okay, dann lass uns noch mal kurz den Annihilator anschauen. Also. UAKs des Kalibers 5. Würde 90 Schaden jeweils machen. Okay. Dann Munition. Wie viel kriegen wir hier rein? Oh, wir besitzen 31. Hätten wir nichts kaufen müssen. 15 Geschosse. Das heißt, einmal schießen verbrauchen wir 8. Das heißt, einer reicht für 2 Runden. Okay, lass uns mal gucken. 2 Runden. 4. 6. 7, 8. 19. 12. Also 14. Lass uns mal hier 20 Runden equippen. Meine Maus spackelt hier gerade so ein bisschen. Ich glaube, man hat es ein bisschen gesehen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Wärmetauscher. Und Sprungdüsen. Aber die sind echt schwer, die Sprungdüsen. Okay, wir nehmen 2. Dann Wärmetauscher. Uff. Wir brauchen halt auch noch Rüstung. Oh, Präzision ballistisch. Moment, wiegt das was? Oh, das wiegt was. Scheiße, ich dachte, das wiegt 0. Aber das hier wiegt zum Beispiel 0, ne? Ja, komm, dann nehmen wir den da noch mit rein. Und Rüstung. Uff. Was ist das? Wir haben noch keine Munition für die UAK-2. Komm, dann lassen wir die raus und nehmen dafür noch extra Rüstung mit. Können wir die Rüstung maximieren. Wir nehmen hinten ein bisschen raus, komm. Wir werden schon nicht so oft hinten angegriffen. Das ist alles maximiert. Der Arm ist relativ egal. Die Beine hingegen. Soll ich dann... Ja, wir nehmen hier noch ein bisschen raus. Okay, so könnten wir es machen. Machen wir.
Was hat er denn für AK-20er drin? 10-10, 20-20. Hätten wir noch einen 20-20er? Mhm. Dann M-Laser. Irgendwas mit Schaden? Ja, 10er Schaden. Dann nehmen wir die Präzision raus. Und dann haben wir eh schon hier mit 5 Schaden dabei. Okay. Ja. Ändern wir auf die Art und Weise. Was? Oh. Wir haben einen zu viel genommen. Okay. So, dann die Arbeitsaufträge. Der braucht 7 Tage. Machen wir so. Wenn der fertig ist. In 3 Tagen. Oh halt. So. Dann können wir die nächsten Aufträge annehmen. Wir gucken mal kurz hier. Oh, wer war denn da gerade als einziger dabei, der noch Sachen hatte? Da, haben wir Don Pedro mitgenommen? Nee. Ach ja. Multitask war dabei. Ja. Das würde nur Gesundheit geben. Nö. Wir warten. Okay. Sollen wir das noch... Nee, wir nehmen das nicht mit rein. Nee, dann wird die Folge definitiv zu lang. Können wir hier noch irgendwas machen? Lass uns mal gucken. Wie lange ist es denn schon her, dass jemand verreckt ist? Ich meine, von uns gegangen. Das sind gleich 2. 814 ist noch gar nicht so lang her. Oh... Die arme Liesel. Ah, oh, da kickt auch gleich mal die traurige Musik rein. Hm. Die Max haben mir nicht so gefallen. Sollen wir eine Trollfarbe mitnehmen? Bisschen pink. Ja, komm. Pink hat noch nie jemanden geschadet. Ugh. Alter Lachs. Hä? Süß. Okay, nächste Folge geht's mit pinken Max in... Moment, das können wir ja noch annehmen. In den definitiven Feindkontakt. Wow. Fall of Salvage. Oh, Moment. Wen nehmen wir denn da mit? Den Awesome? Mit den ganzen Lasern? Ja. Ja, ist der einzige. Puh. Das wird nächstes Mal spannend. Das wird spannend! Also bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und dann gucken wir mal, was so eine richtig krasse, üble 5-Totenkopf-Mission bringt oder nicht. Ciao.